Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, gerade von Thüringen, Version 3.101. Ich war nun gestern hier zum Kiesberg, also hier gerade aktuell, und nun fahren wir Richtung Kalkberg. Hier kann man also Kies fördern, verfeinern kann man sagen, mit Sand und so ergleichen, und den Beton herstellen. Zement ist mir noch ein bisschen nicht ganz schlüssig. Ich fahre mal Richtung Kalkberg. Mal gucken, wo das ist. Mal an der Ecke vor allen Dingen, ne? Typischerweise. Nur dazu sagen, Kalk kommt nicht überall vor. Ist örtlich hier und da begrenzt. Erdgeschichte, sagen wir so. Kalk gibt es eigentlich in Bereichen, wo es früher mal viel Muscheln gab oder Muscheln, ja, zum Beispiel, und oder auch Korallen, ne? Korallenriffe, die im Prinzip durch die Erdverschiebung, ja, unter der Erde gelangt sind, unter hohem Druck gab es diese Kalkablagerung. Marmor wird entsteht dann, wenn unter der großen Hitze im Erd Richtung Erdmitte, na, Erdmitte ist übertrieben, aber Richtung, also Nähe, wo es heiß ist, kann man sagen, ne? Da ist es dann entsprechend so heiß genug, dass der Kalk noch verfeinert wird. Dann steht Marmor. Aber die meisten Vorkommen sind Kalk. Hier im Norden gibt es auch hier und da, also Norden, bei mir im Norden zu Hause auch Vorkommen. Aber nicht bei mir zu Hause, da nicht. Da im Norden im großen Sinne, Raum Berlin, was ich weiß. Und irgendwo in Niedersachsen, da gibt es Kalkvorkommen. Woraus sie jetzt Zement herstellen, ne? Wieso zahle ich Lohn? Wie fährt der jetzt noch? Ich fahr doch nur. Ah! Weil ich mir mit Auto dreifach dahin fahren lassen habe. Auch nicht schlecht. Ja, macht ja nichts, ist ja egal. Ja, die ersten Rinder sind beim Schlachthof. Meine ersten 8 Mastbullen. Die werden gerade zu Steak verarbeitet, Wurst und Fleisch, glaube ich. Paletten war ein bisschen, naja, muss man versuchen, ne? Gut, einen starken Bauer haben. Da hätten wir noch einen Stapler hinfahren müssen, um die Paletten an der richtigen Position hinzustellen. In der Luft. Ich habe mal so festgestellt, ein kleiner Anhänger macht es auch. So, Kalkberg. Wir müssen sehen, dass wir da irgendwie hinkommen. Ich war da auch noch nicht. Heute machen wir es mal. Ich habe die Zeit mir auf 5 eingestellt, also Vorlauf 5. Weil ich will vorankommen, ne? So, alles andere ist erledigt. Ergibt sich dann nachher. So, heute ist Freitag, Umschau, nicht gestern, heute. Sondern allen einen schönen, vor allem schönen Freitag. Ich habe mir ein bisschen in der Videoreihenfolge geirrt, weil eine Folge ja gestückelt ist. Also da dachte ich mir schon, es wären schon 5. Ist aber nicht so. Brrr. Muss hier mal gucken an der Karte. Die befinden sich jetzt hier oben. Gut. Da fahren wir vorwärts. Am Sägewerk, am ehemaligen Sägewerk vorbei. Düngefabrik jetzt. Aber da werde ich mal noch nichts machen. Richtung Kauf und so. Kiesberg, ja, auch nicht mehr, mehr oder weniger. Dann würde ich eher im Wald Bäume fällen und dann nachher Bäume verkaufen, ne? Ich möchte auch einmal erleben, dass ich hier die Bäume pflanzen kann und ernten kann. Weil das kriege ich nicht rübergeholt.
gut, das ist halt so, ne? Hier, Rundballen, wer hat den nie gemacht? Das sind so eine kleinen Dinge, die nach der Jahreszeit entsprechend auftauchen und verschwinden. Mit eingebautener Karte. Was hier schön ist, nix. Der Bruder ist warm. Ich habe hier einen Schalter mit Automatik und mit 1, 2, 3. Schalten wir auf 2. Ups, ups. Da ist ein gelber Punkt. Ja, vorbeigefahren. Da drüben ist die Karte zu Ende, ne? Oh. Und auch kein Weg hier. So. Schöne Bäume hier. Oh. Wieder vorbeigefahren. Naja. Gut getan. Da ist das Kalkwerk. Ja. Parken wir hier, ne? Ja. Den das Kalk raus. Und hier geht sicherlich. Abraum. Mehrere kleine Stellen mit Förderband. Brecherwerk. Ah, Wasser. Und da kommt sicherlich Kalk runter, ne? Garantiert. Ja, weiß ich auch nicht. Kann man sogar hochgehen. Schau mal, Überblick von oben. Also hier ist das Förderband sicherlich. Geht es hier rein. Und dann über Verarbeitung. Heißt reinigen, säubern, keine Ahnung. Entsprechend dann nachher. Ah ja, Brecherwerk. Aber ich glaube nicht, dass wir da entsprechend was reinkippen können. Hier, hier ist unser Specht. So, wo haben wir jetzt hier noch was? Kies oder sowas? Quatsch. Hier kann man sicherlich Sprit herbringen. Den müssen wir übrigens kaufen, ne? Also den kann man nicht herstellen hier. Aber ich werde ja hier jetzt nachher irgendwann mal Raps und Sonnenblumen habe ich jetzt ja. Sonnenblumen sind ja schon Wachstum. Und da werde ich einen Gegenzug den Diesel von der Raps von der Marsch hierher bringen. Sonnenblumen verkaufe ich nach zum Marsch und den Diesel halt zurück. Ich werde jetzt hier keine Dieselproduktion aufbauen. Ist nicht notwendig. So, das war die Kalkproduktion. Was haben wir noch? Baustoffzentrum Löffler. Der Löffler befindet sich auf der anderen Seite, da fahren wir jetzt mal hin. Mal Gas geben, ne? Also Wald und so, das mag der Rechner nicht. Viel, 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 was sie darstellen. Kocht förmlich. Aber es läuft rund. 47%. Jo. Ist schon was, ne? Leistungsaufnahme vom Spiel. Mal Gas wegnehmen. Erstmal zur Hauptstrecke kommen und dann Richtung Hof 1 und von da aus mal sehen, links halten irgendwie. Bin ich schon ziemlich oft gefahren.
weil ich auch Strecken alleine fahre und nicht nur Autoreif. Von daher weiß ich auch genau wo ich bin. Ne? Das war eine Streubox für Sand für den Winter. Ne? Gibt es hier auch immer wieder. Mit speziellen Punkten, wo ein bisschen weg aufgeht. Bei mir zu Hause nicht. Da hatte ich ja, da fiel einmal viel Schnee, ein Arm 10 cm und ich komme nach Hause und ich komme kaum den Berg hoch, ne? Anführungszeichen Berg, das ist eine kleine Rampe, da mit Mühe und Not, mit zweiten Anlauf rückwärts gerollt zur Straße, gefährlich, weil die Straße ist teilweise schlecht einsehbar. Die Straße war auch schlecht geräumt, musste da aber Gas geben, aber nicht so viel, dass wir nicht durchdrehen, sondern die Reifen Kontakt kriegen und dann mit Schwung dann die Rampe hoch. Ne? Also das ist eine Schräge von 10, 15 Meter ungefähr und wie gesagt, es lag 10 cm Schnee, der Schnee war ein bisschen nass, nicht ganz so nass, aber auch nicht ganz so trocken. Und da musste ich jedes Mal den Schnee erstmal wegräumen, bevor er Straße Kontakt hatte. Und das schmiert er mit ein bisschen. War die Schwierigkeiten gehabt. Schon dachte ich schon, ich muss eine Straße parken. Ungünstig, wenn die Straßen eh schon schlecht zu befahren sind. So, jetzt mal gucken, eine Karte. Müsste eigentlich da rechts schon. Wir befinden uns hier. Winzer. Ja, können wir hier lang fahren? Ja, sicherlich. Und dann da. Geradeaus. Ob da nur rechts ist, weiß ich jetzt auch nicht. Noch ein Hof? Hof? Rinde oder Schafe? So, links. Oh, das war. Da kommen wir nicht lang. Über den Ort. Ja, die Fußgänger, die halten eh nicht an, ne? Hier waren wir noch nicht lang gewesen. Also fast gar nicht, selten. Hier Kaffee. Noch ein Kaffee. Der Händler. Ja. Ist auch gut. Hier geht es aber nicht zum Bauzentrum, ne? Dann fahren wir hier mal hoch und fahren später mal wieder rechts. Der Traktor ist ja schnell. Schon 17 Uhr im Spiel, ist morgen, kommt fast die Nacht, können wir dann hier schlafen, vorspulen, ne? Und hoffe, morgen die Ernte beginnen können, ne? Fahren wir hier rechts rüber, mal sehen, wo wir da hinkommen. Wirst du mal sehen, ein paar Felder längerfristig gesehen mal kaufe. Hier war glaube ich Weingut oder sowas, oder ja, aber das ist immer nicht so wichtig. Ich wollte ein Bauzentrum. Dann müssen wir irgendwie nach links. Wie gesagt, in der Ecke halte ich mich im Großen und Ganzen nicht auf. Hier war schon gewesen, ne? Feld. Mal schauen, da oben ist da
Mal schauen, oder hin da vorne bei den Warndreieck oder hier. Hier an der Kreuzung links. Schau mal. Muss ja irgendwie da hochkommen, ne? 19 um die Ecke. Ja. Hier führen viele Wege nach oben. Und eine zum Bauzentrum. Knöffler. Gas geben, ja, Gas geben. Also ich habe noch hier viel zu kaufen am Felder. Werden wir gut beschäftigt sein. Bevor wir heute Nacht nach dem Bauzentrum geht es noch kurz. Oh, Stroh. Geht's dann ganz kurz nochmal die BGH voll machen, ne? Mit Ballen. Hier ist die Baumschule sicherlich. Und da Straße zu Ende. Grüß den Baum. Ja, Bäume fällen, das wollte ich im Winter machen, ne? Ist ja halt so. Biegen wir hier rechts ab. In den Busch. Müssen wir uns ganz grob in die Richtung bewegen. Da könnte ich auch Hackschütze machen, das könnte ich auch machen. Und beim globalen Markt abkippen lassen. Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Weil die brauchen wir in der Marsch Papierfabrik, ne? Hier ist der Löffler Bauzentrum. Du liegst aber weit ab von Schuss, ne? So, mal parken wir hier. Bauzentrum Löffler. Und die Zeit 17. Alle zeige ich euch noch. Also hier Kundenparkplatz, ne? Logisch. Hier sind die ersten Ziegel. Das ist aber echt aus wie gemauert, ne? Na gut. Die werden eigentlich eingeschweißt und dann geschützt vor der Feuchtigkeit. Hier ist die großen Ziegel. Das ist aber originell. Das ist so, kommt da grob hin, ne? Das passt schon so. Gibt es noch mehr Ziegel? Aber hier sind fast wie gemauert, ne? Ja, okay. Und hier haben wir jo, irgendwas, ne? Säckemäßig, ne? Zement, Fertigmörtel. Heute wird ja in allermeisten Fällen mit Fertigmörtel gearbeitet. Da sind Pflaster, also Steine. Das könnten auch Zierwände sein, ne? Zum Beispiel, ne? Hier die weißen, das könnten Kalksandstein sein. Das ist wiederum ja, Mörtel. Und hier haben wir Steine, immer noch Steine, große Steine. Viele Steine, ja. Die kann verkaufen. Aha. Mal gucken, was wir alles verkaufen können. Ne? Paletten sicherlich auch garantiert. Zum Beispiel. Und hier sehe ich die anderen Sachen, also Kies und so. Wäre vielleicht ganz schön, wenn man das, wenn sie was zum Verkauf gibt, also verkaufen sie genau an einer Stelle. Ja, okay. So, die Schauer, das soll es ja auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche mal allen einen schönen Restfreitag und einen schönen Start ins Wochenende. Ja, tschüss, ciao, ciao. Und noch ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.